Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jetzt habe ich schon wieder Let's Play gesagt, dabei mache ich ja gar keine Let's Plays. Aber egal. Ihr wisst, Totus Bande soll Clan Level 10 werden und es ist mühsam. Es ist wirklich, wirklich mühsam. Aber wir greifen hier oder wir kämpfen hier jetzt mit allen. Also wir nehmen einfach alle mit in die CKs. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist oder unrealistisch, ist egal. Wir greifen alle irgendwie an, mit Helden, ohne Helden, manchmal Helden, keine Helden, kein Angriff, ganz egal, Hauptsache wir machen die Punkte. Ja, das hat auch schon ganz gut funktioniert, wenn wir hier so mal in unser Warlock reingucken. Sieht ganz gut aus im Moment, ne? Nur einen einzigen Fail hier dazwischen und der war auch relativ knapp. Und die letzte Hürde hier, da hat es natürlich der Toto gerissen, ne? Himself. Ja, mit seinen letzten beiden Angriffen hier noch ein 70-69 rausgekitzelt. Da seht ihr Chefkoch hier mit 100% und Lela. Ja, gut gemacht, Toti. Naja, wenigstens mal etwas. Sonst mache ich ja nur Mist. Aber egal. Sonst mache ich nur Mist. Und, aber wann greift man eigentlich an? 5 Minuten, nachdem der Clankrieg begonnen hat? Ja, nein, vielleicht. Ja, ich greife jetzt mal an, weil letztes Mal musste ich mir schon nachsagen lassen. Toto, du musst nur alle Angriffe machen hier. Ja, ich weiß. Und in der Bande habe ich wirklich, wirklich viele Accounts, ja. Deswegen nehmen wir erstmal im ersten Schlag hier unseren Gegenüber. Gucken wir mal rein, wie er aussieht. Bro, okay, hat er Clanburg? Ah, Clanburg, okay. Das spricht schon wieder für ihn, ne? Naja. Ich habe noch einen Helden. Rein in die Olga. Oh, rein in die Olga hier. Auf geht's. Wir gehen über Ecke. Ich weiß, das ist jetzt nicht so prall, aber ich kann nichts anderes. Aber immerhin haben die mal Clanburg, ne? Muss man ganz klar sagen, ne? Die haben mal Clanburg. Was man nicht immer von unseren Gegnern behaupten kann. Okay, von dem Level 1 X-Bogen lässt sich zumindest der eine noch nicht ganz beeindrucken, aber oh, wir haben, oh, außen laufen noch, guck mal hier, eine ganze Armee Hexen. Ah, allerdings müssen wir ein bisschen auf die Minenwerfer aufpassen und auf die Magiertürme. Okay, auf den jetzt nicht mehr und hier unten laufen auch noch so ein paar. Ah ne, das ist eine Valkyrie gewesen, ne? Okay. Wir müssen ein bisschen auf unsere Queen aufpassen, aber hier laufen auch noch Hexen, okay. Dann zünden wir die mal. Damit ist die Kanone auch abgelenkt. Ui, Riesenbombe wie immer. Okay, dann machen wir das so. Ah, der Frost war zu spät. Ah, der Frost war zu spät. Mist. Wir kriegen ihn trotzdem down. Okay, 3 Sterne auf meinen Nacken. Und dann springen wir zum nächsten Account. Für den nächsten Account muss ich tatsächlich mein Tablet weglegen. Denn der nächste Account ist nur auf meinem anderen Tablet, was ich jetzt mal hervorhole. Den Account habe ich immer noch nicht übertragen. Asche über mein Haupt. Oder was auch immer. Okay, 3 Sterne für mich. Sehr schön, guter Einstand. Also gleich mal eine Duftmarke setzen, wo der Gegner sich ungefähr einzuordnen hat. So nenne ich das jetzt mal, ne? So nenne ich das jetzt mal. Und damit ihr was seht, habe ich hier unten noch einen Account drauf. Ich lege mir das Tablet mal so ein bisschen hin. Und okay, was haben wir hier am Start? Einen schönen Gohawk. Jawohl, da sehen wir auch mal ein paar andere Angriffsstrategien hier von mir. Sehr schön. Ja, jetzt mache ich gerade den Fanboy, ne? Okay, ich greife die 27 an, würde ich sagen. Mit dem hier unten. Queen ist da außen. Hat der Clanburg. Okay, der hat auch Clanburg. Muss mal gucken, ob ich genug Magier dabei habe. Oh, passt. Auf geht's. Oh, ich habe keinen Helden. Das ist nicht gut. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss. Ich habe keinen Helden. Meint ihr, wir kriegen das auch heldenlos hin, Leute? Ich habe keinen Helden. Schade. Kein Helden. Die pennen echt beide. Ach komm, wir haben gesagt, wir machen das ohne Helden.
Ich weiß, es ist eine Katastrophe. Egal. Rein in die Luzi. Da ist er live, okay. Ohne Helden, Leute. Okay. Okay, ich mache ganz vorsichtig. Viele Heilkreise. Ja, geht doch, Leute. Easy. Ich weiß gar nicht, was ihr immer habt. Helden. Ha. Die werden überbewertet, aber sowas von. Aua. Komm, mach den Dicken platt. Sehr schön. Ja, ihr seht, das ein bisschen zeitverzögert. Easy. Ha. Sag mir noch einer, im Rathaus 9 Bereich brauchst du Helden. Also im Rathaus 9 Bereich brauchen wir auf jeden Fall keinen Helden. Das ist schon mal so sicher, wie es arm in der Kirche ist. Und da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen, würde ich sagen. Machen wir auch. Ich sehe hier schon die drei Sterne und ihr seht sie jetzt. Okay, so. Perfekt, würde ich sagen. Dann können wir oben hier nochmal ausbilden. Vielleicht ist unten noch was für uns offen. Also vielleicht bleibt unten was für uns offen, was ich jetzt nicht so wirklich glaube. Okay, Hai greift an. Gar nicht alles von mir live. Also Hai ist auch ein Frühangreifer. Stellen wir jetzt gerade fest, mit Drachen geht es hier gegen die Achterbase. Und okay, er ist ein Siebener. Also es könnte unten was offen bleiben. Dafür habe ich natürlich jetzt dann meine Superbande da. Mal sehen, ob er diese Base hier auch mit Dreierdrachen, obwohl, nee, er Dreierdrachen ist, doch, er ist ein Achter, okay. Zehner King sehe ich gerade. Drachen immer noch stark in der Region oder eher weniger? Okay, das ist auch kein Tesla, da ist noch ein Haufen Elend, würde ich sagen. Und ich weiß, dass Alex früher mal Schiss hatte vor dem Tesla. Oh, Papa, da ist ein Tesla. Ja, mein Gott. Okay, noch ein paar Lager und ein Bogenschützenturm oder zwei Bogenschützentürme, aber auch ganz easy peasy. Hier drei Sterne im Rathaus 8 Bereich. Sind wir eher selten. Ich meine, da müsst ihr dann schon manchmal andere Kanäle gucken, aber so ein bisschen Live-Action ist natürlich immer was anderes, als wenn ich sowas nachträglich zeige. Nachträglich ist auch in Ordnung, aber ich denke mal, hier im Stream, beziehungsweise weil ich so ein fauler Hund bin, und mich nicht nochmal vor den Rechner setzen möchte, nur um euch diese tolle Action zu zeigen, mache ich das mal wieder aufnehmen während des Streams. Ich meine, es geht ja. Ne? Es geht ja. Das ging ja lange Zeit nicht. Und für die, die technisch interessiert sind, 23% CPU-Zeit gerade. Mein alter Rechner hätte jetzt gerade geraucht. Ja, mein alter Rechner hätte jetzt gerade geraucht, aber wir rauchen hier nicht, sondern wir gehen mal gucken, wen ich als nächstes hier am Stissel habe. Uff, Nachtschatten, Luis, Uschi. Ich habe Uschi als nächstes am Start hier, okay. Aber wir haben hier Luis, den Dritten. Okay, so. Luis, 19 auf 19, macht auch erstmal sein Gegenüber mit einem, wie heißt das? Ola Packer Smash, ne? Ola Packer Smash auf Rathaus Level 10. Und zwei Golems vorweg. Mal sehen, was er in der Klönburg hat. Ob er sich was leisten konnte. Also wir können uns hier auch selber Klönburg leisten. Die Leute haben hier Clanstadt gespielt wie die Irren. Da ist der Gift. Sehr schön. Allerdings muss jetzt auch ein bisschen was dahinter kommen. Jawohl. Für den dicken Drachen da. Da sind aber ein paar Supermagier drin gewesen. Die haben sich dessen auch erledigt. Sehr schön.
wann will er denn eigentlich den... Ah, da macht er den offen. Okay, für die Bowler, die da noch gehen, und für die drei Packies. Noch sieht es ganz gut aus. Oh, der Single Inferno, der wird noch böse wehtun. Der Single Inferno wird noch böse wehtun. Hier sind aber auch noch zwei Ghoulies, die jetzt immer noch nicht weg sind. Die tanken aber gerade nur so ein bisschen. Da ist noch irgendwie Magier noch dazwischen, ne? Ah, okay, da geht einer kaputt. Entschuldigt bitte, Toto muss mehr trinken, ja. Wer keine Emotes übrigens hat, der kann im Moment nichts tippen. Wie gehabt, ihr kennt das Spielchen. Einfach nur ein schön, ich bin ein Emote-Chat. Und Toto macht seine Aufnahme, aber da war jetzt doch ein bisschen viel Feuer, ne? Okay, das bleibt auf jeden Fall zweisternig, weil hier ist denn doch ein bisschen zu viel und die stehen auch noch auf Boden. Der ist Bodenluft, der ist Boden. Ah, da kommen die nicht ganz ran, okay. Aber dennoch, gar nicht mal so schlecht. Beide Helden dabei, 36, 35, okay. So. Was haben wir am Start? Wir sind Uschi und machen die Nummer 16. Wir machen Mohammed Fausan. Oh, okay. Machen wir den wirklich? Muss mal gucken, was ich dabei habe. Bauen meine Truppen hier noch bei Uschi. Ach, ich bin gar nicht Uschi. Sagt mir das doch. Oh, ich dachte gerade. Ja, hört auf zu heulen. Luis, war das dein Angriff? Wenn ja, kurz nicken. War nicht schlecht. War ja in Ordnung. Alles gut. Okay, wir haben Multis gegen uns. Das ist doof. Na, ah, wir haben Multis. Hier klingelt schon wieder in der Box. Nächster Angriff von Hisex. Alles live hier. Jawohl. Da kriegen wir richtig was geboten hier heute Abend. Nachtschatten kann sich nicht beschweren über späte Angriffe. Mal sehen, ob gut gefunnelt wurde oder ob der Funnel jetzt nicht so doll war. Ist aber auch eine sehr offene Base, ne? Das ist so eine doofe Base, wo du so 200 Sprungzauber brauchst. Oder du brauchst halt Truppen, die durch jede Mauer gehen, oder sie laufen gleich wieder zurück, weil da unten offen ist. Aber nein, sie gehen durch die Mauer durch und hat noch einen Sprung, ein Wut und einen Heilzauber. Ich glaube, der Heilzauber wäre jetzt in der Mitte auch gar nicht mal so schlecht, ne? Er schmeißt gleich beides in der Mitte, okay. Und da ist der Sprung, ja, okay. Der Sprung konnte jetzt nur zu einem X-Bogen gehen. Der dicke Drachen ist auf jeden Fall down. Die Hexen hier, Alter, die feuern einfach die X-Bögen weg. Sehr schön. Das ist richtige Rathaus 9 Action, ne? Wie man sie noch von 1999 kannte. Beziehungsweise 2012. Ne, bei 2012, glaube ich, gab es noch kein Rathaus 9, ne? Das ist etwas später erst ins Spiel, glaube ich, gekommen. Okay, das ist, glaube ich, etwas später erst ins Spiel gekommen. Aber ich fand schon mal ganz gut die Action. Ich muss leider bei mir ein bisschen umbauen, muss ich ganz klar sagen. Denn mit Uschi, ja, gegen die Multis und dann mit meinen Hexen, ich glaube, das ist nicht so gut. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Wir können es gerne mal machen. Ich habe ja mehrere Angriffe und habe auch mehrere Accounts hier, aber schön gemacht hier vom Hai auf die Nummer gegenüber. Früh angreifen, dann kann man oben planen. Schade, Luis, genau. So sieht es nämlich aus, dann kann man oben planen. Okay, wir nehmen die einmal, danach mache ich die nicht normal, glaube ich. Sondern, ja, das ist immer schwierig. Ich meine, ich habe mir das jetzt auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Gegenüber angreifen. Vielleicht ist auch nicht so prall. Vielleicht ist auch nicht so prall. Ich habe nämlich nur einen Fries, das könnte ein bisschen wenig sein. Na, schauen wir mal. Wir schauen mal, wie es durchgeht. Wir gehen über Ecke, ne? Ich liebe das, über Ecke gehen. So, da sind wir schon mal ganz gut durch. Jetzt brauchen wir hier ein wenig Gift. Und wir brauchen schon mal ein bisschen Frieds. Okay, wir sind noch gut am Start. Nächster Wut. Und zweimal Sprung. Einmal da und einmal da. Geht noch gut durch. Klarburg ist offen. Okay. Feld da. Wo haben wir hier noch was zu tun? Und wo haben wir hier noch richtig was?
Da kommen gleich die Hexen nochmal in die Mitte. Da kriegen die Skelette nochmal richtig Wut. Das sieht aber noch ganz gut aus. Sprungzauber waren fast perfekt. Alter, die waren so gut. Guckt euch das an hier. Ah, Toto, du kannst es doch. Okay, aber nur bis zu einer gewissen Rathausstufe. Danach verlassen sie mich. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen ackern hier. King und Queen sind noch am Start. Noch ein paar Hexen dort. Okay, Flächenschaden ist weg. Wir nehmen den nächsten Flächenschaden mal raus. In Form des Bombenturms, damit der Bombenturm losgeht. Und ich habe keinen Helden da drin. Ah, der Minenwerfer, ne? Der könnte natürlich nochmal gefährlich werden. Und wir müssen nochmal durch eine Mauer, aber haben keinen Minenwerfer mehr dabei, der meine Hexen immer so wehtut. Wir haben aber nur noch eine. Zwei Hexen und zwei Kings, zwei Helden. Okay, ein King, eine Queen, beide fast voll, weil die besten Tanks der Welt, die Skelette tanken hier für mich. Echt geil, es sind die besten. Besser als jeder Golem. Besser als jeder Golem. Guckt euch das an. Meine Helden kommen da fast ungeschoren durch. Ich bin beeindruckt. Gute Nacht und bis nächsten Samstag. Oh, Nügen. Alles klar. Okay, dann. Oh, ich muss Schluss machen. Wenn Nügen geht, dann muss ich Schluss machen. Also nicht mit dem Stream, sondern mit dieser Videofolge. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem mal wieder ganz gut gefallen. Ich komme im Moment wenig zum Video machen. Ich weiß es selber, Leute. Aber alles gut. Ihr müsst nur ein bisschen am Kanal dranbleiben. Ich bleibe auch euch auf jeden Fall treu, auch wenn ich wenig im Moment auf YouTube mache und eigentlich viel, viel mehr auf Twitch mache. Aber das Livestream wisst ihr selber. Ich habe erst keinen Bock und dann kriege ich plötzlich Bock und dann geht eine Stunde nach der nächsten rum. Und so ist es nun mal. Hat es euch trotzdem gefallen? Daumen nach oben da, Like da lassen und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Vielen lieben Dank, Leute. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.